Die Welt von One Piece ist gefüllt mit Mysterien, die bis heute darauf warten, gelüftet zu werden. Doch auch wenn die Handlung bereits sehr fortgeschritten ist und wir auch schon ziemlich viel erfahren haben, hat Oda es geschafft, noch einige Geheimnisse für sich zu behalten. Und eines davon ist, was es eigentlich genau mit den Teufelsfrüchten auf sich hat. Diese sind für die Kräfte vieler Charaktere verantwortlich. Und auch, wenn wir bereits einiges über diese wissen, sind sie für viele doch immer noch ein Mysterium. Aus diesem Grund werden wir uns heute mal anschauen, was es mit den Teufelsfrüchten auf sich hat und was wir überhaupt genau über diese wissen. Die Teufelsfrüchte geben, wie gesagt, demjenigen, der sie gegessen hat, bestimmte Kräfte, welche sich in drei Kategorien einteilen lassen. Das wären einmal Zoan, Paramecia und Logia. Und all diese Arten der Teufelsfrüchte kommen mit Vor- wie auch Nachteilen. Ein Nachteil, den alle Teufelsfrüchte gemeinsam haben, ist, dass derjenige, der eine Teufelsfrucht isst, die Fähigkeit zu schwimmen verliert. Es wird allerdings zwischen stehendem und bewegendem Wasser unterschieden. Bewegendes Wasser wäre zum Beispiel so etwas wie Regen. Das hätte keinen Einfluss auf Teufelsfruchtnutzer. Stehendes Wasser wie Meerwasser, das weiße Meer von Skypia oder auch ein einfacher See, hätten jedoch einen sehr großen Einfluss auf Teufelsfruchtnutzer. Es reicht also nicht einfach nur nass zu werden, damit ein Teufelsfruchtnutzer all seine Kräfte verliert. Also keine Sorge, Ruffy kann ganz normal duschen, für diejenigen, die sich jemals gefragt haben, ob sich Ruffy überhaupt wäscht. Doch letztendlich ist es egal, wie tief ein Teufelsfruchtnutzer in Wasser eingetaucht sein muss, bis er seine Kräfte verliert. Egal, ob nun sein gesamter Körper oder auch nur ein Bein in Wasser getaucht ist, kann er seine Kräfte nicht mehr nutzen. Aber auch hier gibt es wieder teilweise Ausnahmen, weil es darauf ankommt, wie genau die Teufelsfrucht den Träger verändert hat. Im Fall von Ruffy zum Beispiel wurde sein gesamter Körper verändert. Er ist inzwischen ein Gummimensch und er kann jeden Teil seines Körpers dehnen. Dadurch war es möglich, im Arlong Arc Ruffys Hals über die Oberfläche zu holen, als sein Körper in Wasser getaucht war. Dadurch war es ihm letztendlich immer noch möglich zu atmen. Und laut Oda muss ein Teufelsfruchtnutzer auch mindestens zur Hälfte seines Körpers in Wasser getaucht sein, damit er sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Wichtig ist auch, dass der Teufelsfruchtnutzer direkt mit dem Wasser in Kontakt kommen muss. Wenn der Träger eine Taucherausrüstung trägt oder irgendwie anders bedeckt ist, kann er sich ganz normal im Wasser bewegen. Auch das konnte man bereits im Anime sehen. Und zusätzlich zu der Schwäche zum echten Wasser gibt es auch eine Substanz, die sich Seestein nennt. Das ist eine spezielle, nahezu unzerstörbare Substanz, die die gleiche Energie wie das Meer abgibt. Und sobald ein Teufelsfruchtnutzer mit einem Seestein in Kontakt kommt, verliert er alle seine Teufelskräfte. Tatsächlich hat ein Seestein die gleiche Wirkung wie ein Sturz ins Wasser. Das bedeutet, dass wenn ein Teufelsfruchtnutzer in Kontakt mit einem Seestein kommt, er nicht nur seine Teufelskräfte verliert, sondern auch zum Großteil einfach die Fähigkeit, sich überhaupt zu bewegen. Die Marine nutzt aus diesem Grund auch genau diesen Seestein, um Teufelsfruchtnutzer in Impel Down einsperren zu können. Allerdings kann man auch den schwächenden Effekt umgehen, wenn der Benutzer genügend Ausdauer hat. Wonach sich genau das richtet, ist allerdings nicht bekannt und auch genauso wenig, ob das auch mit echtem Meerwasser funktioniert. Aber abgesehen von der großen Schwäche gegenüber Wasser, verleihen die Teufelsfrüchte dem Träger unglaubliche Fähigkeiten. Wir haben im Laufe der Serie bereits über 100 verschiedene Teufelsfrüchte gesehen und die meisten von diesen waren unglaublich beeindruckend. Als allererstes hätten wir die Logia-Früchte, welche auch bei vielen als die stärksten der Teufelsfrüchte bekannt sind. Diese verleihen dem Träger die Kraft, seinen Körper in ein gewisses Element zu verwandeln. Dabei kann es sich um Sand, Rauch oder auch einfach um Feuer handeln. Die elementare Transformation macht den Benutzer effektiv immateriell und ermöglicht es dem Benutzer, die Kontrolle über seinen Körper zu behalten, selbst wenn er in Stücke gebrochen ist. Sie halten auch die Fähigkeit, die mit diesem Element zusammenhängen, wie zum Beispiel, dass Sand die Feuchtigkeit absorbieren kann oder Licht mit Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Eine Ausnahme zum Beispiel bildete allerdings die Logia-Frucht der Dunkelheit. Im Vergleich zu den anderen Teufelsfrüchten kann man den Träger immer noch ganz normal verletzen. Allerdings verfügt es über die Kraft der Absorption. Das bedeutet, dass dieser Teufelsfruchtnutzer jede andere Kraft der Teufelsfrucht bei Kontakt mit dem Nutzer aufheben kann. Wodurch es Blackbeard auch letztendlich gelungen ist, Ace zu besiegen und ihm der Marine auszuhändigen. Aber die Träger dieser Teufelsfrüchte übernehmen auch gleichzeitig die Schwäche dieses Elements. Das konnte man zum Beispiel sehr gut bei Sir Crocodile sehen. Sand hat zwar die Möglichkeit, Feuchtigkeit zu absorbieren, aber sobald Sir Crocodile mit Nässe in Kontakt kommt, kann man diesen ganz normal verletzen. So konnte Ruffy auch sein eigenes Blut nutzen, um Sir Crocodile letztendlich treffen zu können. Die nächste Art der Teufelsfrüchte wären einmal die Zoan-Früchte. Diese verleihen dem Träger die Möglichkeit, sich in ein gewisses Tier zu verwandeln. Für gewöhnlich haben Träger von Zoan-Früchten drei verschiedene Formen. Einmal gibt es die ganz normale menschliche Form, eine Hybridform zwischen dem Tier und dem Menschen und einmal eine Form, in der sich der Mensch komplett in das Tier verwandelt. Und der Träger erhält alle Fähigkeiten, die das Tier von sich aus hätte. Was aber auch bedeutet, dass die Kräfte
Kräfte des Teufelfruchtnutzers von den Kräften der jeweiligen Frucht abhängt. Denn die meisten Kräfte von Zoanfrüchten basieren auf purer Körperkraft. Abgesehen von den Standardtieren, die man so kennt, gibt es auch noch weitere Unterteilungen. Als allererstes gäbe es die antiken Zoanfrüchte. Diese ermöglichen es dem Träger, sich in eine ausgestorbene Spezies, wie zum Beispiel ein Dinosaurier, zu verwandeln. Und antike Zoanfrüchte sind besonders selten und scheinen auch stärker zu sein als normale Zoans. Als nächstes gäbe es dann die mystischen Zoanfrüchte. Dadurch kann sich ein Träger in mythologische Kreaturen, wie zum Beispiel ein Drachen oder auch ein Phönix, verwandeln. Mystische Zoantiere neigen dazu, zusätzliche Spezialkräfte zu haben, wie ein Phönix-Zoan, der in der Lage dazu ist, Flammen zu erzeugen, die heilende Kräfte haben. Und die mystischen Zoanfrüchte sind die seltenste Art aller Teufelsfrüchte, sogar noch seltener als die Logia-Früchte. Und ganz zum Schluss gäbe es auch noch die künstlich erschaffenen Zoanfrüchte. Künstlich erschaffene Zoanfrüchte sorgen dafür, dass der Träger dauerhaft eine tierische Form annimmt. Und noch viel seltener wird der Benutzer überhaupt dazu in der Lage sein, beliebig zwischen der menschlichen und der Zoanform zu wechseln. Die künstlichen Zoanfrüchte hatten gerade mal eine Erfolgsquote von 10%. Wobei die anderen 90% nicht nur dazu nicht in der Lage waren, sich zu verwandeln, sondern auch noch gleichzeitig die Fähigkeit zu schwimmen verloren haben. Ein weiterer Nebeneffekt war zudem, dass der Träger jegliche negative Emotionen verloren hat und nur noch dazu in der Lage war, zu lächeln und zu lachen. Und das unabhängig davon, wie sie sich tatsächlich letztendlich fühlen. Diese künstlichen Teufelsfrüchte, bekannt als Smiles, wurden von Shisa Clown und Doflamingo entwickelt. Tatsächlich ist es auch möglich, dass ein Tier eine Teufelsfrucht von dem jeweiligen Tier ist. Das heißt, eine Giraffe könnte auch eine Giraffenfrucht essen. Dabei würde allerdings nichts passieren, außer dass man halt die Fähigkeit zu schwimmen verlieren würde. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, hat Chopper die Mensch-Mensch-Frucht gegessen. Und ja, das bedeutet, dass auch ein Mensch diese Frucht hätte essen können, wodurch er einfach nur nicht mehr hätte schwimmen können. Das wäre echt ein beschissener Tausch gewesen. Und ganz zum Schluss hätten wir noch einmal die Paramecia-Früchte. Das sind die am meist verbreitetsten Teufelsfrüchte und die besondere Eigenschaft von denen ist eigentlich, dass alles, was keine Zoan und keine Logia ist, eigentlich als Paramecia zählt. Denn die Paramecias haben die Möglichkeit, dem Träger die verschiedensten Fähigkeiten zu geben. Egal, ob man letztendlich einen Gummikörper erhält oder dazu in der Lage ist, Wachs zu kontrollieren. Diese Früchte folgen eigentlich keiner besonderen Regel, außer dass man sie halt nicht in die Zoan- oder die Logia-Frucht einteilen kann. Tatsächlich gibt es auch ein paar Paramecia-Früchte, welche mit Logia-Früchten verwechselt werden könnten. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Gift-Gift-Frucht von Magellan. Diese Frucht verleiht einem die Fähigkeit, die Kontrolle über jede Art von Gift zu erlangen. Allerdings hat sein Körper sich nicht komplett in Gift verwandelt, was bedeutet, dass er ganz normal getroffen werden kann, wenn man seine Giftschicht durchdringt. Es gibt allerdings auch Teufelsfrüchte, welche man bis heute nicht in eine gewisse Kategorie einteilen konnte. Es gibt nämlich Teufelsfrüchte, die dafür gesorgt haben, dass ein Träger Flügel wie ein Engel bekommt oder auch seinen gesamten Körper einfach in Krähen verwandeln kann. Tatsächlich ist es auch leblosen Gegenständen möglich, die Kräfte von Teufelsfrüchten zu erlangen. Und auch das haben wir bereits einige Male in der Serie gesehen, allerdings weiß man bis heute nicht ganz genau, wie das funktioniert. Je nach Teufelsfrucht konnte man auch erkennen, dass auch die Kleidung des jeweiligen Nutzers von der Teufelskraft beeinflusst wird. So können Logia-Nutzer auch ihre Kleidung in das jeweilige Element verwandeln, wodurch diese nicht beschädigt werden. Oder die Kleidung von Zoan-Nutzern wächst mit diesen mit. Diese Regel bezieht sich auch auf Cyborg-Verbesserungen und auch prothetische Körperteile. Ein Beispiel dafür ist der künstliche Arm von Queen, der sich ein Brachiosaurus-Bein verwandelt, wenn er seine Brachiosaurus-Form annimmt. Allerdings scheint diese Regel nicht für alle Teufelsfrüchte zu gelten. Jewelry Bonn ist ein Beispiel, wo die Kleidung sich bei ihrer Teufelskraft nicht mit verändert. Und wo genau sie das letztendlich richtet, ist auch nicht genau klar, weil es bei einigen Teufelsfrüchten der Fall ist und bei anderen nicht. Und eine weitere Schwäche, die sich alle Teufelsfrüchte teilen, ist Haki. Am Anfang war man sich ziemlich sicher, dass es nur wenige Wege gibt, gewisse Teufelskräfte auszuhebeln. Ruffys Gum-Gum-Kraft erlaubt es ihm halt zum Beispiel, die meisten Schläge einzustecken. So ist er auch gegen Pistolenschüsse immun. Und die meisten Logia-Träger kann man, wie gesagt, gar nicht wirklich treffen. Das Ganze hat sich jedoch seit dem Einführen von Haki geändert. Mit Haki ist es möglich, die einzelnen Teufelskräfte auszuhebeln. So kann ein Angriff, der mit Haki umhüllt ist, Ruffy verletzen, obwohl sein Körper aus Gummi besteht. Und man kann auch den Körper von Logia-Nutzern treffen.
Das Ganze hat letztendlich dazu geführt, dass die einzelnen Schwächen der Teufelsfrüchte gar nicht mehr so relevant sind. Denn letztendlich kommt es nur darauf an, wie stark dein Haki ist, damit du den Teufelsfruchtnutzer besiegen kannst. Zu Beginn der Serie waren Teufelsfrüchte noch eine komplette Rarität, sodass viele Menschen gar nicht an diese geglaubt haben, bis sie ihre Kräfte letztendlich in Aktion gesehen haben. Je weiter die Serie jedoch fortgeschritten ist, desto mehr Teufelsfrüchte haben wir gesehen, was zeigt, dass es die meisten Teufelsfrüchte anscheinend auf der Grand Line und der neuen Welt gibt. Und selbst dort gibt es Menschengruppen, die bis heute nichts von Teufelsfrüchten gehört haben. Shirahoshi wusste nichts von den Teufelsfrüchten. Die Menschen auf Wano haben das Ganze nur für Hexerei gehalten. Und auch die Frauen auf Amazon Lily wussten tatsächlich nichts über die Teufelsfrüchte. Teufelsfrüchte sind an sich sehr leicht an ihrem Aussehen zu erkennen. Sie ähneln für gewöhnlich normalen Früchten, haben allerdings ein gewisses Muster abgebildet. Und sie sind auch dafür bekannt, besonders schlecht zu schmecken. Und auch wenn die meisten Leute die komplette Frucht gegessen haben, ist das tatsächlich nicht nötig, um die Kräfte von Teufelsfrüchten zu erlangen. Sobald man einen einzigen Bissen der Teufelsfrucht genommen hat, erhält man automatisch diese Kräfte und die Teufelsfrucht wird wieder zu einer normalen Frucht. Es ist also nicht möglich, dass zwei Leute von der gleichen Frucht abbeißen und gleichzeitig die gleiche Kraft erhalten. Und es ist auch möglich, dass eine Teufelsfrucht mehr als einmal existiert. Es ist zwar nicht möglich, dass es eine Teufelsfrucht zweimal gleichzeitig gibt, aber sobald ein Teufelsfruchtnutzer stirbt, wird die Teufelskraft in eine andere Frucht wiedergeboren. Und dadurch wiederholt sich dieser Zirkel endlos, wodurch es immer wieder die gleichen Teufelsfruchtnutzer gibt. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Teufelsfrucht von Ace. Diese ist nach seinem Tod wieder erschienen und wurde von Sabo konsumiert. Was bedeutet, dass wenn Sabo sterben würde, diese Teufelsfrucht ein weiteres Mal auftauchen würde. Dadurch war es den Menschen auch möglich, ein Buch über die Teufelsfrüchte zu erstellen, wodurch man die einzeln unterscheiden kann. Und dieses Buch ist auch bekannt als die Teufelsfrucht-Enzyklopädie. Von diesem Buch haben wir bis jetzt nur einige Male im Laufe der Serie gehört und dort sind auch nicht alle Teufelsfrüchte aufgelistet. Wir wissen zwar nicht genau, wie häufig es dieses Buch in der Welt von One Piece gibt, aber wir wissen, dass es mehr als eine einzelne Kopie gibt. Jeder Mensch kann auch nur eine einzelne Teufelsfrucht essen. Denn wenn man eine weitere Teufelsfrucht essen sollte, soll tatsächlich der gesamte Körper explodieren. Die einzige Ausnahme bildet dabei Marshall D. Teach, auch bekannt als Blackbeard. Und bei diesem ist noch nicht genau bekannt, was genau dazu geführt hat, dass er zwei verschiedene Teufelsfrüchte essen konnte. Dazu gibt es wirklich die verschiedensten Theorien und es lässt sich nicht genau sagen, woran es letztendlich liegt. Auch wenn von vielen davon ausgegangen wird, dass es tatsächlich an seiner Teufelskraft selbst liegt. Da die Begegnungen mit Teufelsfruchtnutzern eigentlich relativ selten sind, besonders außerhalb der Grand Line, gibt es inzwischen auch sehr viele Gerüchte und Mythen, wobei es schwer ist zu unterscheiden, was davon nun letztendlich wahr oder erfunden ist. Viele glauben, dass die Kräfte von Teufelsfrüchten Flüche sind. Am Anfang haben die Leute wirklich geglaubt, dass ein Teufel in der Teufelsfrucht leben würde. Außerdem kann es auch passieren, dass man durch diese Kräfte ausgegrenzt und als Freak bezeichnet wird. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wo die Teufelsfrüchte mit all ihren Kräften überhaupt herkommen, gibt es bereits sehr viele Theorien darüber. Sogar in der Welt von One Piece hat ein berühmter Wissenschaftler namens Vegapunk seine eigene Theorie dazu aufgestellt. Er sagt, dass die Teufelsfrüchte eine Manifestation der Möglichkeit der menschlichen Evolution sind, mit all den verschiedenen Kräften, die die vielen Zweige für die Zukunft der Menschheit repräsentieren. Und diese wurden durch die verschiedenen menschlichen Hoffnungen und auch Sehnsüchte ins Leben gerufen. Im Sinne davon, dass allein der Gedanke daran, etwas Bestimmtes zu sein oder etwas Bestimmtes zu können, diese Kräfte hervorgerufen haben. Vegapunk behauptet, dass diese Kräfte in verschiedenen Dimensionen existieren, die sich andere vor ihnen ausgedacht haben. Laut Vegapunk werden allerdings auch diejenigen, die in diesem unnatürlichen Zustand existieren, vom Meer verabscheut, wodurch sie halt die Fähigkeit zu schwimmen verlieren. Denn nach der Theorie ist das Meer die Mutter der Natur und so etwas Unnatürliches wird einfach abgestoßen. Wir wissen letztendlich nicht, wie viel von der Theorie von Vegapunk stimmt. Aber wir wissen, dass der Abstammungsfaktor einer Person beeinflusst wird, sobald diese eine Teufelsfrucht ist. Um den Abstammungsfaktor zu erklären, benötigt man noch mein eigenes Video, aber kurz runtergebrochen ist dieser der Bauplan allen Lebens. Dieser wurde von Vegapunk und Vinsmoke Judge entdeckt. Und es ist sowohl möglich, ihn mit Teufelsfrüchten wie auch künstlich zu beeinflussen, wodurch man übernatürliche Kräfte erhält. Und genau wegen dieser übernatürlichen Kräfte sind besonders viele Charaktere hinter den einzelnen Teufelsfrüchten her. Unter anderem ist auch die Weltregierung dazu bestrebt, besonders viele Teufelsfrüchte in ihren Besitz zu bringen. Und man kann damit rechnen, dass wenn man eine Teufelsfrucht verkauft, mehrere hundert Millionen Berry erlangt. Das Ganze geht sogar so weit, dass Sklaven, die eine Teufelskraft besitzen, auch einen besonders hohen Wert auf den Markt bringen.
Natürlich unterscheidet sich der Preis je nach Teufelsfrucht. So ist die OP-OP-Frucht von Trafalgar Law ganze 5 Milliarden Berry wert. An diesen Werten kann man auch gut sehen, welche Teufelsfrüchte besonders stark sind. Die meisten Piraten, die eine Teufelskraft besitzen, werden so stark, dass sie für gewöhnlich der Captain einer eigenen Piratencrew sind. Das ist der Aufbau von vielen Piratencrews, die wir im Laufe der Serie sehen. Doch viele dieser Piraten versuchen auch, besonders viele Teufelsfruchtnutzer in ihre Crew aufzunehmen. Das sieht man besonders stark an den beiden Kaisern Blackbeard und auch Kaido. Und diese sind auch auf der Jagd, sich die meisten Teufelsfrüchte anzueignen. Tatsächlich hatte seit dem Eintritt in die Grand Line fast jeder Gegner der Strohpiratenbande die Kraft einer Teufelsfrucht. Wobei es zuvor im East Blue lediglich drei gab, und zwar Alvida, Buggy und auch Smoker. Interessant zu wissen ist auch, dass die eigene Teufelskraft keine Auswirkung auf ein Nachkommen hat. Das bedeutet, dass die eigenen Kinder nicht mit irgendwelchen besonderen Kräften geboren werden, wenn ein Elternteil eine Teufelskraft besitzt. Und auch wenn die Eltern keine weitere Teufelsfrucht essen können, wären die Kinder dazu in der Lage, eigene Teufelskräfte zu erlangen. Im Laufe der Serie konnte man auch Teufelsfrüchte sehen, welche sich von der Kraft her ziemlich ähnlich waren. Dabei könnten es zwei verschiedene Teufelskräfte sein, die unterschiedlich funktionieren, aber doch einige Gemeinsamkeiten haben. Oder zwei Teufelskräfte, wo man eigentlich der Meinung ist, dass es ein und dieselbe Kraft wäre. Denn tatsächlich gibt es unter den Teufelsfrüchten Überlegenheiten. Das bedeutet, dass es Teufelsfrüchte gibt, die zwar unterschiedlich funktionieren, aber letztendlich fast dieselbe Kraft geben. Oder es einfach stärkere Formen von gewissen Teufelsfrüchten gibt. So ist die Magma-Magma-Frucht von Akainu eine stärkere Form der Feuer-Feuer-Frucht, die Ace zu sich genommen hat. Beide arbeiten letztendlich mit Hitze, aber Magma ist eine höhere Form von Feuer. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Tonnen-Tonnen-Frucht und die Kilo-Kilo-Frucht. Beide Früchte sind dazu in der Lage, die Gewichte der Nutzer zu verändern. Nur arbeitet die Kilo-Kilo-Frucht logischerweise mit Kilogramm und geht bis 10.000 Kilogramm hoch. Und die Tonnen-Tonnen-Frucht arbeitet nun mal mit Tonnen, wobei wir auch nicht wissen, ob es da irgendein Limit gibt. Also zwei Früchte, die letztendlich das gleiche Ergebnis haben, aber doch etwas anders funktionieren. Und genauso wie es Teufelsfrüchte gibt, die anderen überlegen sind, gibt es auch Teufelsfrüchte, die sich gegenseitig aushebeln. Also auch Teufelskräfte, von denen man glaubt, dass man damit jede andere Teufelskraft dominieren könnte, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Teufelskraft, welche genau die Schwäche von dieser darstellt. Ich denke, die meisten von euch haben sofort ein Bild vor Augen, denn das konnte man besonders gut im Kampf zwischen Enel und Ruffy sehen. Enel hat durch seine Teufelskraft die Fähigkeit erhalten, Blitze zu kontrollieren und er schien fast unaufhaltbar zu sein. Doch letztendlich verlor er genau gegen die Teufelskraft von Ruffy, da er aus Gummi besteht und Gummi keinen Strom leitet. Und dadurch war Ruffy auch dazu in der Lage, Enel zu treffen. So gibt es auch für die stärkste Teufelskraft irgendwo auf der Welt eine Teufelskraft, die vielleicht besonders schwach erscheint, allerdings genau gegen diese bestehen kann. Doch wie gut man mit seiner eigenen Teufelskraft gegen andere Teufelskräfte bestehen kann, kommt auch darauf an, wie gut man seine eigene Teufelskraft beherrscht. Denn auch wenn er die Teufelsfrucht verzehrt, heißt das nicht, dass man sofort diese Kräfte beherrscht. Ruffy zum Beispiel musste 10 Jahre lang an seinen Kräften arbeiten, um diese effektiv nutzen zu können und arbeitet auch heute noch daran, diese zu verbessern. Denn je besser man seine Teufelskraft kontrollieren kann, desto mehr Techniken kann man auch mit diesen anwenden. Dabei ist natürlich auch klar, dass verschiedene Menschen unterschiedlich viel Zeit brauchen. Denn wo Ruffy jetzt 10 Jahre braucht, um seine Kräfte zu kontrollieren, brauchen Khalifa und Kaku lediglich Stunden, nachdem sie die Teufelsfrucht gegessen haben. Doch wenn man seine Fähigkeiten mit seinen Teufelskräften immer weiter verbessert, kann es auch passieren, dass diese Teufelskräfte erwachen. Das Erwachen der Teufelskräfte ermöglicht es dem Nutzer, noch wesentlich mehr Kräfte aus diesen zu schöpfen. Laut Kaido tritt das Erwachen der Teufelskräfte ein, wenn der Körper und der Geist des Nutzers die Kräfte der Teufelsfrucht eingeholt haben. Das bedeutet so viel wie, dass man körperlich und seelisch dazu in der Lage sein muss, die vollen Kräfte auszuschöpfen. Wenn die Kraft einer Teufelsfrucht erweckt wird, wurde festgestellt, dass die gesteigerten Fähigkeiten eine deutlich höhere Kraft und eine verfeinerte Kontrolle und neue Fähigkeiten ermöglichen. Was man auch sehr gut in der erwachten Teufelsfrucht von Doflamingo erkennen konnte. Dabei unterscheiden sich natürlich die Auswirkungen je nach Teufelsfrucht. Und natürlich benötigt man auch hier wieder Zeit, um diese Kräfte vollständig zu beherrschen. Das Nutzen der erwachten Teufelskräfte zieht aber sehr stark an der Ausdauer des Nutzers, wodurch diese Kraft eigentlich nur als
als letzter Ausweg angesehen wird. Tatsächlich haben wir bisher auch noch nicht alle erwachten Formen der Teufelsfrüchte gesehen. Denn bisher gab es nur erwachte Zoan- und Paramezia-Früchte. Wie eine erwachte Logia funktioniert, müssen wir noch abwarten. Ein gutes Beispiel für die Paramezia-Früchte ist wie gesagt die erwachte Teufelskraft von Doflamingo. Den Paramezia-Nutzern ist es möglich, ihre Kräfte über ihren Körper hinaus anzuwenden. So war Doflamingo dazu in der Lage, so gut wie alles um sich herum in Fäden zu verwandeln. Und auch Katakuri konnte mit seiner Teufelsfrucht im Kampf gegen Ruffy seine Umgebung anpassen. So verhielt sich alles um ihn herum wie Mochi und war letztendlich sogar essbar. Ein Beispiel für die erwachten Zoan-Kräfte haben wir im Impel Down Arc gesehen. Denn tatsächlich sind die vier Jailer Beasts erwachte Zoans. Wenn Zoan-Kräfte erwachen, wird der Träger für gewöhnlich stärker, schneller und erhält auch einen höheren Heilungsfaktor. Das Erwachen einer Zoan-Frucht kommt tatsächlich auch mit einem ziemlich großen Risiko. Denn die angeborene Natur der Zoan kann die Persönlichkeit des Nutzers verzehren und ihn endgültig in eine einfältige Bestie verwandeln. Und genau das ist halt bei den Jailer Beasts passiert. Sie zeigen kein Anzeichen von komplexem Denken und scheinen nur nach Instinkt zu handeln. Wir haben zwar gesehen, dass Zoan-Nutzer auch das verhindern können, allerdings benötigt das eine große Willensstärke. Wir wissen auch, dass es Zoan-Nutzer mit gewissen Aufputschmitteln möglich ist, die eigenen Kräfte zu verstärken. Das könnte zwar auch generell für alle Teufelskräfte gelten, aber das haben wir halt bisher nur bei Zoan-Nutzern gesehen. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich der Rumble Ball von Chopper. Dieser versteckt vorübergehend die Wirkung seiner Teufelsfrucht und gewährt ihm zusätzliche Formen statt der üblichen drei, die ein normaler Zoan-Nutzer hat. Und gerade am Anfang der Serie hat der Rumble Ball allerdings auch einige Nachteile. Er hält zum einen nur 3 Minuten und wenn Chopper nicht die gegebene Zeit wartet und relativ schnell einen zweiten zu sich nimmt, kann er die Transformation nicht richtig kontrollieren. Und nimmt Chopper einen dritten Rumble Ball zu sich, verliert er die Kontrolle und wird zu einer geistlosen Bestie. Nach dem Timeskip war es Chopper möglich, die Kräfte des Rumble Balls zu nutzen, ohne den Rumble Ball überhaupt zu sich zu nehmen. Wann immer er den Rumble Ball nun zu sich nimmt, verwandelt er sich in die monströse Form. Diese hält zwar auch wieder nur 3 Minuten, allerdings hat er nun die komplette Kontrolle über diese erlangt. Und wenn ihr mich fragt, ist diese Form dadurch nun wesentlich unspektakulärer geworden. Und noch später verlängert Chopper die Wirkung des Rumble Balls auf ganze 30 Minuten. Die Teufelsfrüchte sind das, was vielen Charakteren in One Piece ihre Kräfte verleihen. Und auch wenn wir bereits vieles über diese wissen, gibt es noch so viele Mysterien, die noch aufgeklärt werden müssen. Und ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, bis wir diese Informationen letztendlich bekommen werden.